Liebe Leute, ich habe euch schon öfter davon erzählt, es gab auch schon zwei sehr süße Videos auf meinem Kanal dazu und jetzt ist es endlich soweit. Morgen kommen die Katzen zu mir. Jedenfalls habe ich einen Scheißhaufen Sachen bestellt für Katzen. Bevor es dann gleich zur Katzenabholung geht im Video, machen wir ein kleines Unboxing und bauen mal alles in der Bude auf. Packen wir die Pakete auf und gucken mal, was drin ist, was ich mir alles geholt habe. Ein Paket in einem Paket. Da ist ein Hund drauf. Erik, ich glaube, ich habe das Falsche bekommen. Ah, der Futternapf. Und dann gibt es da so Schalen für. Ah, schicker als mein Geschirr. Guck du mal, dann essen die so. Erik, wir müssen gleich 4 Stunden Müll wegbringen. Hier drin weiß ich schon, was drin ist. Nämlich der Kratzbaum. Den müssen wir gleich aufbauen. Ich habe einen großen Kratzbaum und so 2 kleinere Kratzbäume für die anderen Räume gekauft. Was ist hier drin? 2. Riesenpaket. Ist einfach größer als du. Nein. Vielleicht. Okay, hier ist ein Scheißhaufen Zeug drin. Das Katzenklo. Voll süß. Ja. Ja. Dann haben wir hier noch a bunch of Katzenmilch. Denn ich habe einfach so ein 12er-Pack Katzenmilch gekauft. Ich glaube, ich habe doch mehr Katzenmilch gekauft, als ich gedacht hätte. Oh. Denn das ist wirklich nicht wenig. Wow, das hört nicht auf. Okay, das war's aber. Ich habe nämlich einen Katzenklo-Mülleimer extra gekauft. Und das sind die Typen davon, aber der Mülleimer kommt gleich. Wenn du einen normalen Mülleimer packst, dann stinkt halt der Müll mega krass. Und das ist so ein luftverdichteter Müll. Und dafür gibt es halt so spezielle Sachen. Spielzeuge. Eine kleine Laserpointer-Maus. Voll süß. Mehr Spielzeug. Noch eine Laserpointer-Maus, warum auch immer. Da steht drauf Kratzbaum. Ich glaube, das ist noch ein Kratzbaum. So ein chilliger Kratzbaum, wo die sich so reinsetzen können. Und dann hat das halt noch so einen Fuß und so ein Standbein so drunter. Nee. Na. Ach ja, ich habe so ein Körbchen gekauft, was man an die Heizung hängen kann. 2-mal. Dann haben wir noch diese Rennbahn. Dann ein Trinkbrunnen für die Katzen, dass die entspannt Tomanto trinken können. Dann ein Körbchen. Ohne Witz, Erik, falls du nochmal eine Wohnung zum Schlafen brauchst, ist echt gemütlich. Dann habe ich einen Futterautomaten. Ah, du kannst den Uhrzeit einstellen, dann macht er automatisch, gibt er dann Trockenfutter raus. Eigentlich brauchen die das nicht, weil ich bin eh jeden Tag zu Hause. Aber wenn ich mal weg bin auf einem Event, auf einer Convention, 1-2 Tage und jetzt irgendwie zufälligerweise keiner Zeit hat, dachte ich mir, hole ich mir so einen Futterautomaten. Soll Katzen eigentlich nicht so unbedingt Trockenfutter geben, aber für so 1-2 Tage wird das schon gut sein. Und ich habe sehr gutes Trockenfutter besorgt. Und ich merke gerade, wie viel das ist, was ich gekauft habe. Ei. Das ist nur Trockenfutter. Jedenfalls ist das so sehr gutes Trockenfutter. Extra für Kleinkatzen. Dann ein extra Mülleimer. Ich bin so ein Schnopp, Alter. So scheißdreckig. Ein extra Mülleimer. Nur für die Katzenkacke. Dann noch mehr Spielzeuge. Nämlich so kleine Angeln mit so Federn dran. Und noch ein Kratzbaum. Ein sehr kleiner, wie das aussieht. Das ist auch so ein Kratzbaum, der hat unten so einen Fuß. So wie der hier im Prinzip, so einen Fuß und dann so einen Stand und dann oben drauf was. Aber der hat oben nicht so ein großes Körbchen, sondern so ein Körbchen. Ist auch sehr weich. Mit Spielzeugen dran. Jetzt kommen keine Seewaschbären. Gut, das ist noch nicht bescheuert genug. Jetzt! Fangen wir an mit Kratzbaum Nummer 1. Haben wir noch eine Holzplatte für den Boden? Ja, wie ich es mir dachte. Wir nehmen diese Schraube raus, die so groß ist, dass sie ein Buttplug sein könnte. Nee. So. Und dann kommt das Körbchen oben drauf. Und dann wird das auch festgeschraubt. Das ist wie so ein Lenkrad. Kratzbaum Nummer 1 ist fertig. Kratzbaum Nummer 2. So, Schritt 1. Irgendwie geht das da nicht durch. Wie ihr seht, ist dieser Kratzbaum noch Jungfrau. Er muss erst... Okay. Oh mein Gott. Fast gestorben. Ich habe einen Titel fürs Video. Ja. Wo ist das Loch? Whee. Mini-Kratzbaum Nummer 2 ist fertig. Oh, kaputt gegangen. Ist leider ein bisschen kaputt. Hier, siehst du? Sehr schade. Okay. In Jung fasst das Brett eins nach dem anderen. Ja. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen anders planen. Mehr an diese Richtung. Ach, wir können auch noch drehen. Oder so ist es natürlich noch viel smarter. Einmal bitte smart für Anni in die Kommentare.
ein Doppellichtschwert. So. Doppellichtschwert ist eine Schraube. Okay. Ich bin sehr, eine sehr gute Treffsicherheitsquote, musst du wissen. Noch ein Stück. So? Nein, gar nicht. Oh, das ist ja von hier, hier so rein. Ah, hier ist noch ein zweites Loch. Ah. Sieht auch gut aus. Okay, dann haben wir einmal. Ups. Nochmal so ein Lichtschwert. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ach, Erik. Das sieht crazy aus. Gib mir noch so ein doppelseitiges Lichtschwert. Ach, du bist so bescheuert, ne? Hör auf! Du verbrennst mich! Das hier. Du schaffst das. Das ist nicht smart. Au, oh, oh nein, mit deiner armen Handy. Für die Katze! Für die Katze! Dann kommt nach oben drauf das Körbchen. Den Stern auf so einem Weihnachtsbaum. Ba, ba, ba. Das ist Anni. Falls ihr sie noch nicht kennt. Ich bin Anni, falls ihr mich noch nicht kennt. So, das so. Ist unser geiler Katzbaum. Sieht echt schön. Und das ist auch so sehr stabil. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Wir hätten es vielleicht ein bisschen besser zusammenbauen sollen. Wird schon richtig sein. Wird schon richtig sein. Okay Leute, es ist der nächste Tag und jetzt gehen wir rein und holen die Katzen ab. Ich habe die ganze Zeit nicht gepennt. Ich musste 60 mal Abdeckstift auf meine Augenringe machen. Ich bin mega nervös, ich bin mega voller Vorfreude. Ich will gar nicht lange reden. Können wir einfach reingehen? Ja. Okay, los geht's. So, hier sind meine Babys. Einmal das hier, einmal sie hier und einmal du, ne? Und du bist ein bisschen ängstlich, ne? Du bist ein bisschen ängstlich. Erik Stern. Ich weiß nicht, ob die Kamera geil ist, so wie Anni. Anscheinend noch nicht. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Du bist aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt. Was wird? Oh. Und dein Schwesterchen kommt dazu. Oh Gott. So, okay. Einmal zumachen. Einmal zumachen, weg. Ich bleib hier. Ich hoffe, ihr mögt es bei mir zu Hause. Ich habe mir Mühe gegeben. Okay, also, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Ich würde sagen, wir lassen die Süßis einfach mal raus. Dass sie mal gucken können, was hier so abgeht, ne? Seid ihr bereit? Wie süß! Da, sie läuft schon rum. Kletter doch nicht unter die Küche! Und da sind was sie weg. Was machen die da? Kommt raus! Da unten ist nicht gesaugt. Bei denen mal ein bisschen Futter. Oh, Babys. Ja, ist ganz normal. Okay Leute, wir haben jetzt mal anderthalb Tage vergehen lassen. Als wir am Donnerstagabend ankamen, waren die halt noch sehr, ja, ihr habt es ja gesehen, sehr ängstlich, sehr verstecken, mal gucken. Haben auch die erste Nacht, sind unter die Küchenleiste gekrabbelt und haben sich im Topfschrank versteckt. Hier ein kleines Foto, wie das Ganze aussah. Und letzte in der zweiten Nacht haben sie schon bei mir geschlafen. Hier auf diesem Kissen. Ich habe hier geschlafen und hier die beiden Katzis. Das war so süß. Das ist so süß. Ich liebe dieses Spielzeug. Ich bin so froh, das gekauft zu haben. Die sind so süß, wenn die damit spielen. Ja, da willst du mitspielen, ne? Ja, guck mal. Die haben jetzt in 2 Tagen schon 2 von diesen Angeln auseinandergenommen. Boah. So crazy. Die zerfetzen die einfach, wenn die haben. Und ich habe irgendwie nicht so ein gutes Reaktionsvermögen, mit diesen Katzen vernünftig zu spielen. Wenn die das direkt auseinandernehmen. Leute, das war es jetzt erstmal mit den Katzenvideos. Falls ihr noch mehr sehen wollt, dann folgt mir auf Instagram, denn da werde ich einen Scheißhaufen posten. Aber es gibt einfach News! Hast du gehört, es gibt News? Willst du sagen? Es gibt einen neuen YouTube-Kanal. Ich habe jetzt einen zweiten Kanal, liebe Freunde. Und zwar heißt der Anni die Ente, der ist jetzt hier im Bild verlinkt. Dort kommen jetzt ab sofort fast täglich, zumindest versuchen wir das, Videos online und zwar Stream-Zusammenschnitte, ein paar Let's Plays und so ein bisschen chilligerer Content. Also falls ihr Bock habt, dann hier, einfach abonnieren, ne? Ansonsten sehen wir uns ja nächste Woche, beziehungsweise an jedem Tag auf dem Zweitkanal und natürlich auch an jedem Tag im Stream, außer freitags. Freitags ist streamfrei. Liebe Freunde, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ja, habe ich schon gerade gesagt, ne? Wollen wir jetzt auch gleich weglassen, das bitte, wir sehen uns, ne? Ja, können wir weglassen. Stimmt.
gehe jetzt mit meinen Katzis spielen und mein Cosplay fertig machen. Ciao.